Für mich bedeutet Verdidos im 21. Jahrhundert die Herausforderung, die Umbrüche, die sich unseren Gesellschaften durch die Globalisierung und die Digitalisierung stellen, human zu gestalten. Nun, das Geld ist dasjenige Mittel, mit dem jede wirtschaftliche Handlung, jede Transaktion vollzogen wird. Und so wie unsere Kommunikationsmittel, beispielsweise das Internet, beeinflussen, wie wir kommunizieren und deswegen nicht neutral sind und deswegen auch moralisch beurteilt und bewertet werden müssen, gilt dasselbe eben auch für das Geld als das universale Schmier- und Gleitmittel wirtschaftlicher Vollzüge. Die moralische Brisanz des Geldsystems hängt davon ab, dass Geld entweder billig oder teuer sein kann und je nachdem verbilligen oder verteuern sich dann bestimmte wirtschaftliche Investitionen, das Eingehen von Risiken, das Aufnehmen von Krediten und so weiter und so fort. Und damit werden Einflüsse ausgeübt auf die Art und Weise, wie wir wirtschaften. Und dieser Einfluss der Umweltbedingung Geld, Geldverfügbarkeit, Liquiditätsmenge, dieser Einfluss sollte auch moralisch thematisiert werden. Man kann sich gut vorstellen, wie in einem Haus, in dem im Obergeschoss jemand einen Schlauch aufdreht und die Wohnung flutet, es früher oder später dazu kommt, dass das Wasser durch Haarrisse in der Decke hindurchtritt, die Decke zum Einsturz bringt und damit auch das Untergeschoss wegschwemmt. Und dieses Bild benutze ich, um zu erklären, wie die Finanzwirtschaft durch das Steigern der Liquiditätsmenge des vorhandenen Geldes auf die Realwirtschaft durchaus auch zerstörerische Einflüsse haben kann, wenn die Geldmenge eben so groß wird, dass Trenndecken einbrechen und damit realwirtschaftliche Vorgänge weggespült, unterspült werden. Ich halte die Konzentration der Debatte um Kryptowährungen auf Bitcoin für verkehrt. Bitcoin verhält sich zum gesamten Markt der Digital- und Kryptowährung ungefähr so, wie seinerzeit das Hochrad zu allen Formen des Fahrradverkehrs, des Zweirad-, Dreiradverkehrs und der heutigen E-Bikes und Pedelecs. Das heißt, es ist eigentlich eine jetzt schon veraltete Technologie. Wir sprechen heute bei Kryptowährungen von Kryptowährungen der dritten Generation. Und Bitcoin ist von der ersten Generation und insofern auch technologisch sicherlich nicht repräsentativ für das, was heute programmiert und an den Markt gebracht wird. Was ethisch relevant ist, ist eben dies, dass Kryptowährungen aus der Mitte der Gesellschaft entstehen, weil sie eben zivilgesellschaftlich programmiert werden. Sie werden nicht von Banken oder Staaten in erster Linie auf den Markt gebracht, obwohl es auch bankliche und staatliche Kryptowährungen mittlerweile gibt. Und sie stellen damit eine Einflussmöglichkeit der Gesellschaft auf eben diejenigen geldsystematischen, geldpolitischen Bedingungen dar, die uns in unserem Handeln beeinflussen. Das heißt, die Gesellschaft kann ein Stück weit demokratische Gestaltungsfähigkeit über ihr Geldsystem zurückgewinnen, indem sie sich am Gestalten der von ihnen verwendeten, von der Gesellschaft verwendeten Kryptowährungen beteiligt. Das sind sie sicherlich auch, aber dadurch, dass sozusagen jeder Kryptowährung in die Welt bringen kann, dadurch, dass man heutzutage gar nicht mehr große Computerkenntnisse braucht, sondern dass es schon Drag-and-Drop-Menüs gibt, um sich seine eigene Kryptowährung zu basteln, geht ein wesentlicher Teil von geldpolitischer Gestaltungskraft zurück an diejenigen, die sich an diesem Markt beteiligen, entweder als Kunden oder als Nutzer oder eben als Programmierer und als Gestalter. Und damit ist uns allen ein Stück weit Demokratie oder demokratische Mitgestaltung unserer wirtschaftlichen Lebenswelt zurückgegeben. Als Kunden und Investoren genauso wie mit anderen Geldprodukten auch. Es ist heute so leicht, ein Kryptowährungskonto zu eröffnen auf Plattformen wie beispielsweise Coinbase, wie es ist, ein Online-Girokonto zu eröffnen. Man kann aber auch darüber hinausgehen und sich diejenigen Kryptowährungen heraussuchen, die die eigenen gesellschaftspolitischen Ziele unterstützen, beispielsweise Solarcoin honoriert das Einspeisen von einer Kilowattstunde ökologisch erzeugtem Strom. Man kann also Kryptowährungen dazu benutzen, die Art von gesellschaftlichem Wandel, die wir in der Welt sehen möchten, zu unterstützen.